Toiletten, vor allem öffentliche, könnten zu den Risikoorten für eine Corona-Ansteckung zählen. Das legt zumindest eine Studie chinesischer Wissenschaftler nahe, deren Ergebnisse im Fachblatt Physics of Fluids veröffentlicht wurde. Die Forscher untersuchten, wie sich kleine Schwebeteilchen beim Spülen einer Toilette in der Luft verteilen. Es ermöglicht, dass virusbelastete Aerosolwolken von anderen Menschen eingeatmet werden, schließen sie. Studien hatten zuvor bereits gezeigt, dass der Stuhl von Infizierten Coronavirus-Material enthalten kann. Lebende Viren wurden allerdings nur sehr selten gefunden. Die Physiker der Universität von Yangtze nutzten detaillierte Computermodelle, um die Wasser- und Luftströmung nachzuzeichnen, die beim Spülen mit verschiedenen Toilettentypen entstehen. Demnach werden in der Toilette Wirbel erzeugt, die sich in Form von Aerosolwolken über der Schüssel fortsetzen, bis auf eine Höhe von knapp einem Meter, wo sie eingeatmet werden oder sich auf Oberflächen absetzen können. Die Lösung sei einfach, Klodeckel vor dem Spülen schließen. Doch ganz so einfach ist es nicht. International, zum Beispiel in den USA und auf vielen öffentlichen Toiletten, ist ein Klodeckel nicht üblich.